Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Übergang Merkurs vom, wo ist er? Da ist er, vom Steinbock in den Wassermann. Und das ist schon mal eine bemerkenswerte Begebenheit, weil in dieser angespannten Zeit, in dieser aufklärungsträchtigen Zeit, will der Merkur im Wassermann unter allen Umständen die Wahrheit wissen. Wir sehen, dass sich der Wechsel im 8. Haus ereignet. Schauen wir mal, ob er noch fürs 9. Haus gilt. Spitze 9. Haus ist auf 2 Grad 21 und geht sich somit mit der 3-Grad-Regel, Merkur 0 Grad, wäre dann bis 3 Grad die Toleranz gewesen, aus. Also das heißt, dieser Merkur im Wassermann im 8. Haus gilt auch für das 9. Haus. Eine sehr interessante Information. Und wir haben im zweiten Teil vom Sonnenaufgangshoroskop herausgearbeitet, dass wir zwischen Merkur und Saturn und Neptun, also zwischen Merkur, Neptun, Saturn, eine Halbsumme haben. Das kann man hier wunderschön ausrechnen oder wunderschön erkennen, weil bei 0 Grad tue ich mir leicht. Das heißt, wir haben hier den Saturn auf 27 Grad Wassermann, Neptun auf 24 Grad in den Fischen. Die drei fehlenden Grade addiere ich zu den 24, kommen wir auf 27, 27. Also das heißt, eine ziemlich genaue Halbsumme zwischen Merkur, Saturn, 27 Grad und Saturn, Neptun, noch einmal 27 Grad. Und was bei diesem Horoskop ebenfalls auffällt, also bleiben wir noch bei dieser Halbsumme. Diese Halbsumme bedeutet für mich, dass es zu einer Vernebelung kommt. Ja? Also das heißt, ich habe das hier rausgeschrieben, oder rausgesucht, rausgeschrieben ist ein Blödsinn. Kann man es lesen? Ich weiß nicht, ob er scharf stellt. Ja, okay. Wir haben hier Saturn, Neptun und hier haben wir dann auf der rechten Seite den Uranus. Na, das ist der Saturn, aber bitte, wir waren schon knapp dabei. Der Uranus ist erst eins weiter. Es ist der Saturn. Getrübte Vorstellungen, Schwarzseherei, Denkhemmung, egoistische Vorstellungen, krankhafte Empfindlichkeit. Na gut, also das heißt, hier wird auf jeden Fall versucht, ja, hier wird auf jeden Fall versucht zu vernebeln. Und was bemerkenswert an dem Horoskop ist, dass alle drei an dieser Halbsumme Beteiligten, Merkur, Spitze 9. Haus, Saturn, Spitze 10. Haus und Neptun ziemlich genau an der Spitze des 11. Hauses. Vielleicht ist es sogar exakt. Schauen wir mal Neptun 2355, 11. Haus 2348. Na, mit 7 Minuten, das ist eine sehr genaue, kann man schon als exakte Konjunktion bezeichnen. Also das ist bemerkenswert, ja, dass die Häuser 9, 10 und 11 über diese Halbsumme angesprochen werden und dass wir natürlich in diesen Bereichen, 9. Haus, 10. Haus, 11. Haus, sehr starke Desinformation haben, dass hier sozusagen von etwas abgelenkt werden soll. Aber ich würde sagen, diese Energie hält vielleicht 2 Tage, weil dann geht dann Merkur tiefer in den Wassermann, dann dringt er weiter vor. Eines tut er auf jeden Fall. Er hat im 8. Haus eine Art Röntgenblick. Das heißt, im 8. Haus sieht er sozusagen sehr stark in die Tiefe. Also das heißt, hier dürfen wir damit rechnen, dass sehr viele Informationen richtig aus der Hölle herausgezogen werden, herausgeholt werden. Und diese Hölle hängt womit zusammen? 8. Haus, Spitze 8. Haus im Steinbock. Das heißt, diese Hölle hängt auf jeden Fall mit dem 10. Haus zusammen. Das heißt, hier wir werden sehr viele interessante Informationen über den Bereich des 10. Hauses herausfinden. Und wir sehen auch, Herrscher von 10, aber auch von 9, ist als Uranus im 12. Haus. Das hat so den Eindruck, als würden die sich verstecken. Die würden sich entziehen wollen, sozusagen sie sind vom Erdboden verschluckt. Am liebsten würden sie einen auf Verschwindibus Maximus machen. Also ganz interessant, dass hier ein starkes Abtauchen in den Abgrund, in den Untergrund offensichtlich, ich meine, hier steht es, erfolgt. Wir sehen auch eine sehr spannende Besetzung bezüglich Aszendent, der ist nämlich auf 29 Grad 48 Zwillinge, auf Neptungraden, auf Fischegraden, aber im Vakuum, tiefstes Vakuum. Und das bedeutet natürlich immer wieder dieselbe Information.
große Unklarheiten, große Verschleierungen, große Vernebelungen, viel Blendgranaten, die jetzt geworfen werden in dieser Zeit. Ich meine, das überrascht uns, glaube ich, nicht sehr. Wir sehen auch hier den Herrscher des noch Zwillinge-Aszendenten im 8. Haus. Der Geburtsregent von 1 in 8 zeigt natürlich auf große Heimlichtuerei, große Ablenkungen, große sozusagen das große Schweigen, ja, natürlich auch. Ja, Herrscher von 1 in 8 ist das große Schweigen. Ja. Da möchte man eben, und natürlich Spitze 8 im Steinbock, wieder das Zusammentreffen von Steinbock und Skorpion, ja, die hier, ja, Steinbock und Skorpion, für mich bedeutet das immer Grausamkeit. Das heißt jetzt nicht, wenn jemand Saturn-Steinbock-Kombination im Horoskop hat, sondern hier momentan sehe ich, habe ich immer wieder den Faktor Grausamkeit, große Härte, großes Leid entdeckt. Naja, und wir leben ja auch in dieser Saturn-Pluto-Zeit. Wir wissen, am 3. März haben wir die Halbsextil-Auslösung zwischen Saturn und Pluto und wir haben dann auch den Übergang dieser beiden, naja, kann man ruhig sagen, Übeltäter, eben Saturn in die Fische, in die Struktur, also das große Strukturauflösungsprogramm und Pluto dann in den Wassermann, wo gewaltige Weisheiten und Wissensinformationen sozusagen und Wahrheiten ans Tageslicht gefördert werden. Ein sehr spannendes Horoskop, denn wir sehen hier 9 Planeten oberhalb der Aszendentenachse, nur noch ein Planet, der Mond unterhalb und der ist eingeschlossen in der Waage als Herrscherin des 2. Hauses. Das heißt, es wird in den nächsten Wochen, wie lange dauert der Aufenthalt Merkurs im Wassermann, bis zum 2. März, das sind laut meiner Rechenkünstler, das sind so, naja, ich schätze um die nicht ganz 20 Tage, weil der März hat, wir haben noch kein Schaltjahr, 28 Tage, das heißt wir haben vom 11. bis 28 sind 17, 17 und 2 sind laut Adam Riese 19, also rund 20 Tage, das passt schon. Ja? Also das heißt, wir sehen in diesen nächsten 2,5 Wochen, fast 3 Wochen, dass sehr viel ans Tageslicht kommt, ja? Sehr viel ans Tageslicht, aber verhalten, sehr verhalten, weil wir sehen hier sehr viele Neptun blockierende Faktoren. Neptun an der Spitze des 11. Hauses, großer Teil der Fische im 10. Haus, Herrscher von 10 und von 9 im 12. Haus, ja, die verschwinden wie das Würstel im Kraut, ja, die wollen sozusagen gar nicht gesehen, komisch, gell? Dabei waren sie doch die letzten Jahrzehnte so mediengeil und immer ein Mikrofon und eine Kamera dabei und alles wurde breit getreten und auf einmal diese überraschende Wortkargheit, gell? Komisch, gell? Ja, also wir werden in künftigen Wochen weniger sprechen und es wird weniger über irgendwas auch immer geredet werden. Karl, ich gehe hundertprozentig davon aus, aber zumal du ja ein derartiger Kompetenzexperte bist, der in Brüssel den anderen Staaten das Fürchten lehrt, ich kann dich nur als den größten Gewinn für uns bezeichnen, den wir jemals hatten, wobei sich der Begriff jemals auf einen Zeitraum von 3 Minuten bezieht. Wie auch immer, ja. Also das heißt, wir haben hier sehr spannende Informationen. Ja, und natürlich ist die Konjunktion Merkur-Pluto nach wie vor aufrecht, ja. Also Merkur im 8. Haus ist ja eh schon eine Merkur-Pluto-Konjunktion in sich. Aber hier wird noch einmal auf ein Thema ausdrücklich hingewiesen. Auf das 6. Haus. Spitze 6. Haus haben wir im Skorpion. Das heißt, wir erkennen, die Quelle von Leid und Schmerz und Tiefe und auch Tod hängt hier eindeutig mit dem Krankheitshaus zusammen. Wir können uns nicht erklären, wie das möglich ist. Keine Ahnung, es ist furchtbar, keine Ahnung. Und wir haben hier 6. Haus, 11 Grad 49, das sind Löwegrade. Löwegrade stehen natürlich für einen gewissen, logischerweise immer Stolz, aber das heißt, man möchte hier einfach auch die Wahrheit wissen. Löwegrade stehen auch für die Sonne. Ja? Die Sonne soll quasi hier symbolisch gesehen hineinleuchten. Naja, und über die Sonne, da müssen wir dann im zweiten Teil ein bisschen näher reden, weil wir haben hier den Herrscher von 4 in 10, Schwitz. Ich transpiere jetzt schon, oje, oje. Die Sonne scheint sozusagen, sie leuchtet ins 3. und 4. Haus hinein und steht oben
im, naja, also optisch steht sie nicht im Zenit, weil im Zenit steht eher hier der Neptun, ja, so eher Richtung zwischen Neptun und Jupiter, aber trotzdem, die Sonne hat am MC eine unglaublich beherrschende Stellung, also die ist einfach stark und natürlich weist auch die Sonne am MC auf, richtig, den Zeitpunkt Mittag hin. Wir haben 12.23 Uhr, also das passt genau. Das Horoskop fällt in die Mittagspause hinein, aber wie gesagt, zumal morgen ein falscher Samstag ist, wird es auch bei der Mittagspause eher ruhig zugehen. Ich würde sagen, wir springen in den zweiten Teil hinein und da schauen wir mal, was der Merkur uns noch so alles zu berichten hat, weil ich glaube, dieser Merkur-Transit, der wird in die Geschichtsbücher eingehen. Da kommt jetzt in den nächsten 2,5 Wochen, 3 Wochen, sehr, sehr viel ans Tageslicht. Da kommt richtig was raus. Gut, weiter zum zweiten Teil. Ende.